Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gestern gestreamt und haben eigentlich relativ viel gebaut und gemacht und getan. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und möchte ganz gerne an der Fassade von dem Haus, was wir gebaut haben, noch ein bisschen was ändern. Und da nehme ich euch jetzt heute mal mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. So, dies ist die Fassade, die ist ja doch relativ neutral noch. Ich möchte ganz gerne hier noch... Die hat sich natürlich mal wieder falsch gesetzt. Ein bisschen was drunter setzen. Ich dachte an eine Fensterbank irgendwie unter jedes Fenster mit drunter, so weit wie möglich. Hier würde dann tatsächlich nur so eins hinkommen, weil ja hier noch der Busch ist. Oder aber wir machen den Busch weg. Setzen das hier hin. Und ich brauche die Werkbank. So. Ja, das kann doch schon mal ein bisschen was. Und das gleiche machen wir jetzt hier auf diesen Seiten auch noch. Ich möchte nämlich, glaube ich, ganz gerne auch noch Blumentöpfe irgendwo unterbringen. Dafür eignet sich sowas ja immer ganz gut. Hier hätte ich, glaube ich, ganz gerne Blumenkästen vor. Denke ich. Ja. Dann machen wir uns mal flott ein paar Trapdoors. Ausgiebig Blumenkästen vormachen. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne darunter Slabs, damit das nicht ganz so freischwebend aussieht mit der Erde, die da drunter ist. Jetzt hier noch Trapdoors vor. So. Dann haben wir schon mal hier wenigstens ein bisschen was. Baum. Ich hätte den Baum erst nachträglich bauen sollen. Der stört manchmal ein bisschen. So. Wir machen ein bisschen Glowstone. Und verbauen auch noch einmal ein bisschen Glowstone. Auf dieser Seite auch nochmal. Da müsste ich tatsächlich nochmal runter ins große Lager und von dort nochmal einen Glowstone holen. Weil ich glaube... Bei. Das wäre dann asymmetrisch, da bräuchte ich dann zwei. Zwei möchte ich da eigentlich nicht reinmachen. Aber das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. So. Da kommt ein Blumenkasten vor. Die auf der anderen Seite auch noch mal so. Ich denke, das geht voll klar. Ja. Ja, ja, ja. Das kann man mal machen. Doch. Das ist voll in Ordnung. Jetzt nehmen wir die mit. Gut, aber wir holen jetzt auf jeden Fall noch mal Blumen. Ich muss noch mal was essen. Und schmücken das Haus nochmal weiter mit Blümchen. Wir können hier wenigstens mal eine Seite der Fassade
in etwa so machen, wie es eben angedacht ist. Da kommt Flowerpot hin. Mit einer Tulpe. So. Da habe ich die. Hier kann was Großes drauf. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Da ich gern einmal was Gelbes. Und was Orangenes. Die kommen auch da wieder hin, aber ergänzt von was Rotem. Dorthin, das dorthin. Genau, und hier müssen dann eben rundherum noch Blumenpötte mit drauf. Mal gucken, wann ich dazu komme, farmen zu gehen. Was hätte ich denn da gerne? Ich glaube, da hätte ich gerne eine Rose. Ja. Doch, das ist doch gut so. Dann Sonnenblumen. Den angucken, wenn man aus dem Haus kommt. Ist doch auch schön. Die würde ich gerne noch ein bisschen verteilen. Die und ein paar Rosenbüsche. Hier mit hinter. Ja. Dann können wir hier noch ein paar blaue hinstellen. Und da nicht. Da. Und hier hinten zu diesem Busch können ein paar davon. Jawohl. Kann man noch ein bisschen hier von hier oben hinstellen. Ja. Das ist doch schon mal ganz hübsch dort. Büsche und Blumen machen tatsächlich viel aus. Irgendwie ziemlich alles, was man so herausheben will oder ähnliches, sollte man tatsächlich mit Büschen und Blumen machen. Was ich noch machen werde, ist, ich werde hier auch nochmal mit Bornmehl durchgehen und nochmal ein paar Grasakzente setzen. Ja, macht doch schon echt was her, so ein paar Farbtupfer. Die habe ich noch. Oh, die habe ich noch, die sind auch schön. Was könnte man denn dann noch mit reinstellen? In die Riege zwischen die beiden. Irgendwas, was ein bisschen höher ist vielleicht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Das geht auf jeden Fall total klar. Es werden jetzt aber nicht an jeden Busch irgendwie noch Blumen drankommen, weil das sonst auch irgendwann zu viel wird. Ihr dürft mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schöner findet, hier die Erdblöcke als Erdblöcke oder aber wie wir sie hier hinten am Haus haben. Die Mühle ist so hoch. Drüber weg. Als Grasblöcke. Ob ich da nochmal Gras hochziehen soll oder nicht. Entscheidet ihr, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über
Input. Wir können noch mal eine Bank bauen. Hab ich genug Platz? Das brauche ich. Jetzt habe ich hier oben das Holz, ne? Eine Bank. Das brauchen wir auch. Das kann weg. Die brauche ich. Das und mehr Platz haben wir schon gar nicht mehr. Aber ich hätte ganz gerne tatsächlich, das brauche ich als Stütze für zum Hinsetzen. Machen wir weiter auseinander. So. Machen wir sie so? Nee. Machen sie andersrum. Jawohl. Und jetzt bin ich mal gespannt, kriege ich da Trapdoors dran? Aber in die falsche Richtung. Wie uncool. Ich hätte die Trapdoors gerne nach oben gerichtet irgendwie. Ja, gut. So funktioniert es. Bitte aber in die andere Richtung. Ja. Du solltest da nicht hin. Komm da weg. Sei nicht so zutraulich, Trapdoor. Ja. Das ist doch ganz nett. Ist vielleicht ein bisschen dicht an der Bank. Da ist ein Block zwischen, ne? Naja, wir werden sehen, ob die Bank abfackelt oder nicht. Aber ich finde das so schon mal ganz nett. So können wir das auf jeden Fall lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier gebaut haben gerade. Und was wir so ein bisschen dekoriert haben, etc. pp. Denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, sollen die Blöcke von den Blumenkästen noch mit Gras überzogen werden oder nicht? Also muss ich da noch Erde hochziehen oder nicht? Dann gerne weitere Deko-Vorschläge. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr gerne noch irgendwo hingebaut hättet. Schreibt es mir, wir haben noch Unmengen an Platz überall. Dann schaue ich mal, was sich davon so umsetzen lässt. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen vielleicht zu einem Stream. Nagelt mich noch nicht drauf fest. Ich sag morgen nochmal Bescheid. Dann wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss, eure Neko.